Ilka Fischer und Stefan Sindera bekommen es bei ihrem nächsten Fall mit nackten Tatsachen zu tun. Oh, schau mal. Guten Tag. Hallo, bleiben Sie mal bitte stehen. Ja, wir suchen die Damentoiletten. Ja. Ist das normal, dass Sie hier so halb bekleidet rumlaufen? Ansonsten laufe ich nicht so rum. Ich bin Aktmodel und wir haben heute den Zeichenkurs. Also keine Nudistenschule, ne? Nein, keine Sorge. Okay. Ich kann die Toiletten zeigen. Ja, klar. Ich dachte schon, es ist ein bisschen frisch so, aber... Ja, hier drinnen geht's auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, ist ja was fürs Auge, ne? Dankeschön. Ja. Das heißt... Sie können es sich ja leisten. Was suchen Sie hier in Frankreich? Es hat uns jemand angerufen, es wäre jemand eingesperrt auf der Damentoilette. Okay. Sieht auch schon ganz gut aus, weil hier steht nämlich ein Stuhl. Hm. Ist das richtig? Sehe. Hallo? Bleiben Sie dann erstmal hier. Kommst du vor mir? Hallo, warten Sie mal. Hier ist die Polizei. Gehen Sie mal von der Tür weg, die Polizei. Gehen Sie mal von der Tür weg. Von der Tür weg. Wir machen jetzt ganz langsam die Tür auf, ja? Ja. Hallo? Alles klar, bei Ihnen geht's Ihnen da. Geht's Ihnen gut? Ja. Danke schön, dass Sie da sind. Alles klar. Ja. Sie brauchen keinen Arzt. Okay. Nein, alles gut. Alles gut. Okay. Was machst du denn hier? Sie kennen sich? Ja. Du? Komm schon mal bitte. Er hat sich bestimmt hier eingesperrt. Ich wurde von irgendjemandem eingesperrt. Meine Zeichnungen wurden zerstört. Er muss das gewesen sein. Sie gehören auch zu dem Zeichenkurs? Zu dem Zeichenkurs, ja, genau. Okay, und er ist das Aktmodel. Sie haben gezeichnet und dann sind Sie zur Toilette? Genau, aber Sie haben nicht jetzt mitbekommen, Sie haben niemanden gesehen. Nein, ich wollte rauskommen und auf einmal war ich hier eingesperrt und meine Zeichnungen lagen da zerrissen. Okay. Und ja, der muss das ja gewesen sein. Ja, naja, muss er jetzt natürlich nicht. Ich meine, er ist jetzt zwar hier draußen, aber wir könnten ja vielleicht mal in die Klasse gehen und nachfragen, ob andere auch noch den Kurs verlassen haben. Er will mich ja loswerden, deswegen. Er will Sie loswerden, Sie kennen sich. Ja. Wir hatten eine Affäre, aber... Ich habe sie jetzt absolviert und ich will halt nicht, dass sie leidet. Genau, er hat mir eine SMS geschrieben, die kann ich Ihnen auch gerne zeigen, dass ich nicht mehr hierher kommen soll. Entschuldigung, wenn ich jetzt mal ganz kurz einhaken darf. Wenn Sie jemanden einsperrt auf der Toilette, der jetzt irgendwas gegen Sie hat, egal, ich will jetzt gar nicht erstmal weiter fragen, wieso macht er sich die Mühe und sperrt Sie hier mit diesem, Weil wir monatelang für die Zeichnungen gebraucht haben und alle wissen, wie sehr die mir bedeuten. Und nee, aber warum sperrt er Sie mit diesem Holzteil hier ein, also mit das diesem Wort? Das ist die Staffelei. Das ist nicht das Holzteil. Staffelei, genau, Entschuldigung, mit der Staffelei. Das ist vom Malkurs, das ist meine Staffelei. Aber wieso nehmen Sie die mit aufs Klo? Ich habe die nicht mitgenommen. Als ich rauskam, standen die ganzen Sachen, meine zerrissenen Zeichnungen. Oh. Die waren, haben Sie zurückgelassen in der Klasse? Ja. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt in die Klasse. Ja, und, ich kann Ihnen, wenn die möchten, auch die Nachricht zeigen. Ja, machen Sie einmal kurz. Sind Sie das denn? Lassen Sie mal gucken. Passt das? Mir wäre echt lieber, wenn du morgen nicht kommst, wäre besser für uns beide. Ich will dich nicht mehr sehen. Also das haben Sie geschrieben, weil sie Ihre Ex-Freundin ist. Und sozusagen, das ist noch nicht so gut, aber ich kann Stress haben und das ist halt ein bisschen nervig, weil es... Aber wenn sie jetzt natürlich Kursteilnehmer ist, weiß nicht, ob sie es bezahlt hat oder wie jetzt die Schule hier aufgestellt ist. Ich meine, da können Sie nicht verlangen, dass gut, sie jetzt hier wegbleibt. Ich habe sie gebeten, wenn sie jetzt da ist, ist sie da. Werde ich sie jetzt bestimmt nicht hier einsperren oder weiß ich nicht, was machen. Naja gut, wir gehen jetzt einfach mal fragen, aber ja, ist ganz hübsch, ne? Um zu ermitteln, wer die junge Frau auf der Toilette eingesperrt hat, befragen die Polizisten deren Kursteilnehmerinnen. Dabei fällt Ilka Fischer schon bald etwas auf. So, wir haben hier die junge Dame. Wie heißen Sie eigentlich? Entschuldigung. Wiebke. Wiebke. Die Wiebke haben wir gerade eingeschlossen auf der Toilette gefunden. Die gehört zu mir in meinem Kurs, Genau, und hier zerrissene Zeichnung. Oh, fällt dir was auf? Ja. Gerade in der Toilette war es auch schon so, ne? Ich habe hier so sind Sie erkältet? Eukalyptusgeruch ist das, ne? Ja. Den habe ich auch in der Toilette wahrgenommen. Ja, ist der von Ihnen selber? Nee, eigentlich hat die Sarah einmal. Sie das? Sie riechen auch. Ja, ich habe aktuell mich das für meinen Nacken. Ja. Also waren Sie eben auf der Toilette? Nein. Okay. Also, Sie sind die Kursleiterin ja, hier? Ja, genau. Bitte schön, nehmen Sie mal. Also hat denn jetzt irgendjemand hier den Kurs verlassen, außer dem Model und der Wiebke? Also ich muss zugeben, ich war einmal kurz unten, weil ich Utensilien aus meinem Auto holen musste. Und soweit ich weiß, Sarah, warst du auch auf der Toilette. Ja, das ist Sarah, schon länger her. Sarah, könnte es auch gewesen sein, weil in der ersten Stunde hatten wir alle uns so über unser Model abgesprochen. Und dann hat sie auch gesagt, dass sie ihn ganz gut findet. Und als sie das mit unserer Affäre erfahren hat, war sie nicht gerade begeistert. Wiebke, ganz ehrlich... Was soll die Scheiße? Jetzt spinnst du? Ja, jetzt nur weil ich... Also Sie sind jetzt schon länger in einem Kurs zusammen. Ja, genau. So, gut. Okay, Sie kennen sich auch ganz gut. Sind Sie irgendwie Konkurrenz? Haben Sie haben gewusst, dass die Wiebke mit Ihrem dem jungen Mann ein Paar sind. Das wussten Sie. Nein, sag mal... Und Sie möchten auch... Von der Habe ich jetzt richtig verstanden? Sie würden auch gerne den jungen Mann daten.
Ich habe vielleicht noch was Interessantes. Letzte Woche hatte ich einen Brief. Ja. Ich weiß nicht, okay, ob das was damit zu tun haben kann, aber... Können Sie mir mal zeigen? Also ich fand es schon ein bisschen krank, weil jetzt kein Name drauf stand und nichts. Vielleicht hat das was damit zu tun, weil... Darf ich den vorlesen, oder? Kein Problem, ja. Lieber Erik, seitdem ich dich in unserem Zeichenkurs gesehen habe, wusste ich sofort, du bist der Richtige. Deine wundervollen Augen und dein hübsches Gesicht lassen mich jedes Mal strahlen. Es muss raus, du bist der Einzige für mich. Auf ewig dein, für immer wir zwei. Also da haben sie schon eine Verehrerin. Ist aber nicht die Schrift von ihrer Freundin? Also ihrer Ex-Freundin, Affäre. Nicht, dass ich wüsste. Haben Sie das hier erhalten? Ich habe es hier letzte Woche erhalten, ja. Und hat man Ihnen das Namen gegeben steht, oder in Ihren Klamotten gesteckt? Nein, einfach bei mir in meinen Rucksack getan, ja. Also es ist definitiv einer der Kursteilnehmer. Ja. Genau. Okay. Dann darf ich mal fragen, wer hat denn dem lieben Erik, der hat ja viele Verehrerinnen anscheinend, in diesen Brief geschrieben? Also ich war es definitiv nicht. Auch wenn Sie mir das ja eben scheinbar unterstellen wollen. Ich muss ja irgendwie herausfinden, wer das war. Ja, aber Entschuldigung, ja, du hast halt ein Motiv. Ja, ja, okay. Was soll denn das? Was hältst du denn von der Idee? Wenn wir sagen, Hefte raus, Klassenarbeit, die machen alle mal eine Schriftprobe. Wenn Sie mitmachen, dann mal definitiv die beste Idee. Willst du das mal angucken? Ja, natürlich. Soll ich mal? Die Damen, hören Sie mal. Wir machen hier die ganz einfache Geschichte. Das funktioniert am allerschnellsten. Sie würden uns gerne mal, was finden wir denn hier jetzt? Für immer zwei. Oder immer wir zwei. Schreiben Sie das bitte mal auf. Ich würde mir das gerne mal anschauen. Darf ich mal Ihre ja, bitte. Darf ich Ihre Kunst mal? Sie sind ja sehr talentiert, wie ich sehe. Ich nehme mal das Blatt ab. Aber warum denn alle? Weil wir damit natürlich hier sofort ein Ausschlussverfahren haben, das Ganze ratzfatz lösen können. Schreiben Sie bitte mal auf. Passenderweise haben Sie ja alle Zettel und Stift. Haben Sie ja. Die Idee von Stefan Sindera erweist sich als Treffer. Denn dank der Schriftproben können er und seine Kollegin Ilka Fischer sehr schnell die verliebte Briefeschreiberin ermitteln. Danke, dass Sie so kooperativ sind. Darf ich bitte nochmal? Ja, weil das vereinfacht hier die Sache natürlich ungemein. Ich glaube, es hat sich schon vereinfacht. Oh, okay. Kann das sein? Wie heißen Sie mit Familie? Vera Ling. Bitte? Vera Ling. Ling, Frau Ling, ja. Ist das an dem? Sind Sie scharf? Würden Sie gerne mit Erik zusammen eigentlich sein, sich mal daten? Nicht. Eigentlich nicht, aber... Die Schrift ist zumindest hier die gleiche, also die ist eigentlich sehr identisch. Sind alle mal gleich, oder nicht? Wir schreiben doch alle mal... Gleich? Naja, ja, gut. Ich meine, das ist jetzt natürlich hier mit dem Kreidestift und mit dem Kohlestift. Trotz das alledem. Das macht jetzt alles einen Sinn. Du hast mir doch vor letzter Woche noch gesagt, dass ich besser den Kurs wechseln sollte, weil ich nicht so talentiert wäre. Mein bestimmt Gott. Auch nur, um mich loszuwerden. Also, wenn du jetzt auch noch was. Wir können das Ganze stimmt natürlich auch durch einen Graphologen machen lassen. Das Ganze wird dann natürlich eindeutiger. Das ist jetzt hier so ein bisschen von meinem Kollegen und mir hier so ein bisschen auf die einfache Nummer. Wir wollen ja natürlich die Damen auch nicht alle in Verdacht ziehen. Aber ganz ehrlich, Sie haben hier gerade jemanden eingesperrt, das Freiheitsberaubung ist eine Straftat. Ja, mein Gott, ich habe sie nicht umgebracht, oder? Nein. Du bist doch echt bescheuert, oder? Ja, mein Gott. Seit Monaten. So du siehst mich gar nicht. Ja, du siehst mich überhaupt nicht. Was soll ich denn machen? Ich sitze hier die ganze Zeit und kann mich nicht bewegen. Gott. Hallo? Sehen Sie, ich bin auf die Toilette gegangen, weil ich Sie gesehen habe. Und ich war am Ende. Und verstehen Sie, ich habe das nicht absichtlich gemacht. Sie werden uns jetzt hier begleiten müssen. Einmal zur Kriminalwache. Da werden Sie einmal vernommen für die ganze Geschichte. Ich nehme an, Sie haben einen festen Wohnsitz, können danach wahrscheinlich auch wieder nach Hause gehen. Trotz alledem begleiten Sie uns. Es tut mir leid, okay? Freiheitsberaubung ist eine schwere Straftat, ist ein Delikt. Die junge Dame braucht Gott sei Dank keine medizinische Versorgung. Daten habe ich soweit schon aufgenommen. Die anderen Damen hier sind als Zeugen dementsprechend. Die können wir über die Klassenliste einmal nachfragen. Da brauchen wir die Personalien jetzt nicht. In dem Fall würde ich sagen, Sie nehmen Ihre Sachen. Der Kurs ist dann beendet, die Damen. Mhm. Ich hoffe, Sie hatten trotzdem weitestgehend Vergnügen. Sie waren ja weitestgehend auch alle fertig. Und vielleicht bleibt da so ein bisschen der Mann Ihrer Träume, weil den Rest müssen Sie sich jetzt denken. Ja. Ja. Okay, vielleicht wird das dann an einer anderen Stelle fortgesetzt. Ich weiß nicht, nehmen Sie Ihre Sachen und der Schulleitung oder Sie nehmen das mit Sicherheit dann in die Hand, dass das hier beendet wird. Sie begleiten uns einmal. Tascha, haben Sie? Ja, gut. Das war eine 6, ne? Also, das war nichts. Die Kunstlehrerin muss sich wegen Freiheitsberaubung und Sachbeschädigung verantworten. Für ihre Tat haben die Polizisten keinerlei Verständnis und machen das auch deutlich. Sie steigen bei uns ein, ich begleite Sie. Wie heißt nochmal diese Verkalkung in den Gelenken? Arthrose. Arthrose. Ich glaube, Sie hatten heute Arthrose im Gehirn. Weil das war wirklich keine gute Idee.